Lass mich weitererzählen. Mann, es reicht jetzt, Arschloch. Wieder eine Weile her, seitdem ich Just Cause gespielt habe. Also erstmal wieder reinfinden und so, ihr wisst Bescheid. Mist, was wollte ich denn gerade sagen? Ach ja, ich habe heute verdammt gute Laune. Ich bin ausgeschlafen, ich weiß auch nicht wieso. Aber auf jeden Fall, mir geht's sau gut. Jetzt halt doch mal die Schnauze hier, wenn ich erzähle. Schlimm sowas. Ja, ich guck mal schnell. Nee, wo war die Karte? Auf M, ne? Ja. Karte. Wo muss ich denn hin? Hallo. Was denn? Da. Ach du Kacke. Konnte ich das nicht irgendwie... Nein, ich konnte es nicht markieren. Das ist ja toll. Oh Gott. Fahr ja ewig. Gibt's da nicht... Kann ich mir schon... Okay. Alles klar. Nein, kann ich nicht. Okay. Dann fahren wir erstmal ein Stück. Ja, was ich jetzt mal gemacht habe, ist, ich habe die Auflösung ein bisschen runtergeschraubt. Von 1600 mal 1200 auf 1280 mal 1024. Ihr dürftet davon sowieso nichts mitkriegen, weil ich rendere die Sachen immer auf 1280 mal 720. Von daher müsste das für euch keinen Unterschied machen. Für mich aber, denn das Spiel sollte jetzt eigentlich ein bisschen flüssiger mindestens laufen. Und das sieht jedenfalls auch schon danach aus. Statt nur noch immer so 19 Frames oder so, habe ich jetzt ja mindestens schon mal ein paar mehr. Aber ich weiß aber nicht, woran es liegt. Irgendwie scheint Just Cause verdammt viel Speicher zu schlucken. Fragt mich nicht, wieso. Okay, machen wir uns auf den Weg. Ja, hier? Wo fahre ich denn jetzt am besten? Entschuldigung, Entschuldigung, das war ohne Absicht, ich schwöre. Ich habe gerade nur nicht auf die Straße geguckt, sondern auf die Kohle-Mini-Karte. Ey! Komm jetzt hier. Unter Regierungskontrolle, na, das sollten wir doch mal schleunigst ändern. Okay, komm, aus und... Ja, alles klar. Nee, ist in Ordnung. Jetzt hier runter und Fallschirm öffnen. Yeah! Oh, wir sind so cool. Hä? Ach so, das ist wieder so eine Befreiungsmission, war? Nee, nee, ich will nicht befreien. Alter, hört auf damit, was soll denn der Scheiß? Es ist gut jetzt hier. Aua! Oh, geil, ein Jet. Da, komm, rin hier. Genau. Wie fliege ich den? Was, ja. Na, jetzt hier, jetzt. Ach so. Ach du. Oh Gott, der brennt ja schon. Komm, zieh nach oben. Zieh! Boah. Ja, okay. Ja, das war sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut sogar. So fängt man mal wieder an, wenn man eine Weile nicht gespielt hat. So muss das sein. Alles läuft nach Plan. Scheiße. Haben die nicht mal einen Helikopter oder so für mich? Ist ja gut, jetzt hier oft so rumzuballern die ganze Zeit nur. So. Mein Helikopter. Penner. Einsteigen. Sagte er, während er nach unten flog. Wer schreit denn hier immer so? Also Rigo muss ein verdammt gutes Gehör haben. Ich sehe nämlich absolut keinen. Okay, auf zu unserer Hauptmission wieder. Jetzt muss ich gucken. Alles klar, jetzt haben wir die Raketen. Ah, ich mag die Raketen. Okay, ganz vorsichtig. Wo müssen wir überhaupt hin? Alles klar. Anscheinend müssen wir noch ein Stückchen fliegen. Über den Wolken muss die Freiheit doch grenzenlos sein. Ja, ich glaube, so hoch kommen wir mit dem Helikopter leider nicht. Da wird uns die Leistung fehlen. Na, komm schon jetzt hier. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Deswegen will ich jetzt, dass wir da sind. Es kommt doch so rüber, als ob ich nicht quatschen kann und kommentieren kann. Was ja auch ab und zu der Wahrheit entspricht. Komm jetzt hier. Oh, genau das ist das, was ich gesagt habe. Diese Wege bei Just Cause. Wenn es jetzt hier keinen Helikopter geben würde... Ich sag mal, selbst mit Helikopter ist das schon verdammt lang. Wenn ich jetzt den ganzen Weg gefahren wäre, Leute. Oh Gott. Und ich habe wieder vergessen, mir die umzustellen. Top. Ihr merkt, ich bin richtig gut vorbereitet und so, ne? Ja. Na, mach ich das nach Gefühl. Und die Framerate sagt trotzdem wieder ab. Super! Warum kommt denn jetzt so eine spannende Musik? Okay.
Ach so, da hinten erst am Ufer. Ich dachte schon, wir müssen jetzt hier irgendwie mitten im Wald. Na, jetzt hier aber mal. Gott. Bam. Ein bisschen für Spannung zu sorgen. Schaut nur auf die Raketen. Achtet auf die krassen Lichteffekte, ne? Das wird euch unterhalten. So, jetzt aber. Jetzt können wir langsam runtergehen, denke ich mal. Okay. Langsam. Und zerschellt mir das Ding wieder. Das sehe ich doch schon wieder kommen. Okay, ganz ruhig. Ja, ihr merkt, ich muss erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen. Komm. Runter. Jetzt hier aber. Runter. Geht doch. Ha. Und ohne das Ding zu schrotten. Haha, ich bin so gut. Unbewaffnet machen wir. Ey, der kann nicht mal hauen. Ist ja doof. Okay. Das macht Sinn. Was für ein kluger Mann. Gott. Komm schon, Rico. Wir beißen nicht. Ich rate jedem, sich von den Straßen fernzuhalten. Die Rebellen sind überall. Zumindest scheint es so. Seien Sie gewarnt. Hören Sie nicht auf die verräterischen Versprechungen der Rebellen. Mendoza wird langsam nervös. Hey, machen wir im Feueruntermarsch, okay? Der Großteil des Stroms von San Espirito kommt von hier. San Pedro. Dein Bildschirm flackert. Aus. Gute Reise, Rico. Ja, und der bestellt sich erstmal eine Pizza. Klasse! Ist ja nicht so, dass man mal auch ein bisschen Hilfe oder so erwarten könnte, ne? Nee. Alles klar. Ja, das wird, denke ich mal, ziemlich einfach mit unserem Helikopter hier. Komm! Ah, 2000 Meter. Leute, ihr hättet es auch einfach um die Ecke bauen können, oder? Könntet es einfach hier, da wo der Leuchtturm ist, hinstellen. Da hätten wir uns 3 Minuten unseres Lebens gespart und wir wären alle glücklich. Aber nein. Ich denke gerade nach. Wie viel waren es? Ich glaube 1000 Quadratkilometer oder so. Just Cause 1. Das ist schon ziemlich heftig. Okay. Wie zerstöre ich die? Muss ich da C4 anbringen oder kann ich da... Was denn hier los, Alter? Was wollt ihr denn? Alter! Alter, was geht? Oh, ich hätte... Mir fällt... Oh. Toll. Ganz, ganz toll. Ja, okay, war aber auch mit... Ja, und der bleibt in der Luft liegen. War aber auch mit meine Schuld. Hätte ich ja auch mal vorher, meine Gesundheit auftanken können. Kann ich das hier nicht mehr machen? Was ist das denn? Zeitbomben. Okay. Nee, ich brauche mal ein bisschen Gesundheit. Das wäre ganz gut. Von Vorteil. Hallo. Gesundheit und so. Alter, das kann nicht sein. Wie soll ich denn diese Mission machen, wenn ich keine Gesundheit habe? Wartet mal, Leute, ich guck mal schnell auf die Karte, ob ich da irgendwas finde. Was haben wir denn hier so? Siedlung. So ein Scheiß. Ist doch kacke. Was mach ich jetzt? Soll ich da hinfahren oder was? Ja gut, dann fahre ich da eben hin. Das kotzt mich jetzt gerade nämlich echt an. Wir nehmen das Crossbike, komm. Bisschen schneller, ich will das heute noch in dem Part schaffen. Weil sonst komme ich mir wieder so minderwertig vor. Wo kam die Kiste her? Egal. Videospiellogik sollte man nicht hinterfragen. Auf geht's. Ey, im Dunkeln sieht das Ding echt geil aus. Nein, das blaue Drogenpäckchen nehme ich jetzt nicht mit. Das lasse ich da jetzt einfach links liegen. Na, jetzt hier. Ja, an das Handling muss man sich definitiv erstmal wieder gewöhnen. Das ist sehr, 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 sehr schwer. Also schwerfällig. Ja. Denkt jetzt einfach, ich würde irgendwas Cooles sagen, Leute. Ich weiß nämlich gerade nicht, worüber ich reden soll. Passiert ja nichts. Okay, ich muss jetzt an, denke ich mal, schon hier über die Brücke. Also, Blinker setzen und rüber. Okay. Ja, das mit dem Blinker setzen hat nicht so ganz geklappt. Na, jetzt hier. Oh Gott. Geheimagent Rico. Kann alles, weiß alles. Oh, scheiße.
Na, verpisst euch mal ganz schnell hier. Was wollt ihr denn machen? Gar nichts werde ich tun. Oh, seid ihr alle doof, Alter. Verpisst euch. Ich will jetzt nicht kuscheln. Es reicht. Aua. Aua. Aufhören jetzt. Macht doch noch gar nichts. Ah! Ganz ruhig, ganz ruhig. Oh. So ein Scheiß. Das ist doch kacke. Wo kann ich denn hier endlich mal meine Was soll das denn? Ich will doch mindestens mal meine Gesundheit vorher auffrischen. Sonst bringt das doch alles nichts. Ich wette, meine Gesundheit ist nämlich schon wieder am Arsch, oder? Ja, klar, guck mal. Was soll denn der Dreck? Leute, wisst ihr was? Ich mache hier nochmal einen Cut, hol mir jetzt erstmal Gesundheit und melde mich wieder, wenn ich die voll habe. So, Leute, da bin ich wieder. Jetzt endlich mit voller Gesundheit und wir stehen hier am Flughafen. Ist ein bisschen vor der Mission. Also, die Mission ist immer noch aktiviert. Und werden uns jetzt dieses Flugzeug krallen, über die Dinger fliegen, denke ich mal, und die Zeitbomben zünden. Mal gucken, ob das so klappt, wie ich das geplant habe. Und diese dämliche Missionsmusik geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Ja, wir werden mal versuchen, unter dem Radar zu fliegen, wenn es so etwas geben sollte. Ja, komm, wir fliegen tief genug eigentlich, oder? Ja, das ist den Scheiß egal. Wir kriegen trotzdem unsere 4 Sterne. Alles klar. Ja, zumindest verfolgen uns keine Flugzeuge. So, und... Na, wo sind die Dinger denn? Ach, da oben. Okay. Dann mal raus hier. Ja, alles klar. Warum machst du es dir nicht selber? So eine blöde... Ich darf diese Worte nicht sagen. Nein. So, wie hat man... Ach so, die gehen nach Zeit einfach. Okay. Ah, weg hier. Wow. Komm jetzt hier. Ach komm, verpisst euch doch mal. Ihr habt gar kein Recht, mich abzuknallen. Aua. Reicht jetzt, ist gut. Kinders, Alter. Besorgt euch eine Freundin. Was bist du denn? Was schießt denn hier die ganze Zeit so dämlich auf mich? Und trifft ganz schlecht. Alles klar, ein Militärhelikopter. Ja, das ist jetzt meiner. Oder auch nicht. Ich brauche sowas natürlich nicht. Deswegen habe ich mir nicht genommen. Nein, den schnappen wir uns jetzt wirklich. Ich will den haben. Mann! Komm jetzt hierher. Ist doch scheiße sowas. Egal. Wir gehen jetzt hier runter und machen das. Na komm. Aua. Lass mich doch mal in Ruhe. Ey, da steht Inflammable. Explosiv. Jetzt komm hier. Hey, Zane. Wollte schon sagen. Wo sind meine... Da sind meine Zeitbomben. Also hinlegen das Ganze und... Nix wie weg, komm. Bam. So muss es laufen. Na, eh ne noch, komm. Immer schön in Deckung bewegen, dann wird das schon. Ah! Lass mich. Ich will das nicht. Boah, Alter, es geht. Lass mich in Ruhe. Ihr habt gar kein Recht dazu. Also irgendwie müssen wir dann noch da hochkommen. Wie gesagt, ich würde ja einfach... Alter! Au! Diesen Helikopter kapern. Jetzt hier. Komm, diesmal... Ja, komm, jetzt hier. Ja. Und... Alles klar, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn, Leute. Jetzt kann uns nichts mehr passieren. Absolut nichts mehr. Puh, ganz ruhig. Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, langsam runter, langsam runter. Wo muss ich das... Ach, da oben.
Egal, ich steck lieber trotzdem hier aus. Komm. Schnell, Rico. Ach, scheiße, ich bin die falsche Leiter hochgegangen, war. Ach, nö. Nein, jetzt nicht sterben, Alter. Nicht sterben. Puh, okay. Nein, au, hört auf. Regeneriert sich das noch ein bisschen? Regeneriere dich mal bitte, Gesundheit. Ein bisschen, au. Scheiße, das funktioniert nicht. Okay. Au. Ach, scheiße, ey, Leute. Das ist doch Mist hier. Ja, und jetzt? Au. Gibt's hier irgendwo noch mal... Alter. Ist gut jetzt hier. Na, ein bisschen regeneriere ich... regeneriert man sich nach der Zeit. Jetzt hier. Verfetz dich. Aber er ist Schnellkunde. Kollege. Na, jetzt hier. Sag mal, sind die alle bescheuert oder warum treffen die mich nicht? Oh, Medipack. Jawohl. Okay. Na, jetzt hier. Gib mir eine vernünftige Waffe. Okay, Leute, wartet mal kurz. Bei mir klingelt es an der Tür. Bin gleich wieder da. So, Leute, da bin ich wieder. Sorry, musste gerade mal kurz ein Päckchen annehmen. Die Post war da. Ach, du Kacke. Scheiß Granaten. Granaten-Noobs. Kommt, jetzt. Sag mal. Was sind das für Soldaten? Wo hat er die her? Ja, und man kann natürlich nicht hier durchschießen, ne? Nein. Aber irgendwie hat's was Gutes, wenn die hier die ganze Zeit in Massen kommen. Weil dann kriege ich immer meine Medipacks. Alter, ist gut jetzt hier. Alter. Willst du Stress? Willst du Stress? Alles klar, ich geb dir Stress. Ja, du brauchst dich erst gar nicht so hinlegen. Bam! Leute, und ich merke schon, ich überziehe wieder den Part endlos, aber das ist mir egal. Ich werde jetzt diese Mission schaffen. Waren das jetzt endlich mal alle? Nee, wa? Kommen bestimmt trotzdem immer noch 27.000. Boah, ich liebe solche Sachen, ja, ne? Sowas kann ich ja leiden. Nehmen jetzt unsere unendlich Munition-Dinger hier und dann machen wir ihn auf Rambo. Alter, wenn du mich überfahren hättest, ich wäre dir so verdammt böse gewesen. Was wird denn das hier? Ah, so, wir gehen jetzt hier einfach hoch. Gut ist. Sollen sie mich doch dabei abballern? Mir scheißegal. Ja, unser wunderbar geparkter Helikopter. Ah, muss das denn hier so verwinkelt sein? Ich kann es echt nicht glauben, dass wir die falsche Leiter hochgegangen sind. Boah, bin ich dumm heute. Ja, und jetzt? Achso. Ja, ich habe irgendwie Angst, über die ganzen Geländer und so rüber zu springen, weil irgendwie ist das Sprungverhalten von Rico ganz schön komisch. So, jetzt hier hoch und dann... Hopp, hopp, hopp. Na komm. Er sollte doch schießen. Ich habe hier noch Gesundheit. Komm. Wo sind sie? Ah, da. Alles klar. Und weg. Komm. Und Fallschirm direkt öffnen. Alter, was zum... Hä? Was ist das denn? Okay. Ey, Alter, das war doch genau da. Oh, wieder raus. Das, ey, das ist jetzt nicht wahr. Ey, Leute, ihr habt's gesehen. Das Ding war genau da, wo es sein hätte sollen. Oh. Dieses Spiel. Ey, wenn ich jetzt verrecke. Nein, nicht schon wieder. Ey, kommt. Verpisst euch jetzt alle hier. Mann, Leute, ich will doch nur eure Anlage hier in die Luft sprengen. Alter! Jetzt bin ich böse. Komm, komm her. Komm her. Nein, nein. Oh, scheiße. Was denn nu? Ja. Ganz toll. Oh, jetzt bin ich außerhalb der Anlage. Oh, nö. Jetzt hier. Komm. Mann. Das ist doch... Jetzt endlich. Meins. Was heißt hier Halt, Bürger? Ich mache, was ich will, Mann. Oh.
So, ganz ruhig. Jawohl, endlich mal vernünftig gelandet. Halt die... Halt deinen Rand, Mann. Ja, jetzt hier hoch. Okay, also, jetzt. Na, ich komme doch gar nicht hin, Mann. So. Naja, endlich. Ja, und jetzt? Na ja, ganz toll. Aua, hört auf hier. Ich würde gerne erstmal ein bisschen Gesundheit regenerieren. Was willst du denn? Oh, ey, die Mission geht aber verhältnismäßig lange, muss man schon sagen. Ist man nicht so von Just Cause gewöhnt. Weg mit euch hier! Ich kann nur hoffen, dass irgendwann einer mal von denen so ein Medipack droppt. Jetzt hier, droppt doch mal ein Medipack. Droppt ein Medipack! Hört auf mich zu schießen und droppt Medipacks! Kein Respekt mehr haben die Leute hier. Schlimm sowas. Boah, da. Oh, gib mir Gas. Ja, ein Helikopter, alles klar. Ist ja nicht so, dass wir davon schon zwei gerade hatten, ne? Wo ist der denn? Lass mich in Ruhe. Oh, ist ja gut jetzt hier. Bam. Mann! Sag mal, haut der Heli vor mir ab? Oh, Leute. Ist gut jetzt. Na, komm, komm. Leute, ich bin fast wieder tot. Ah, nein, ich will nicht, dass wir schon wieder tot sind. Mann! Kann doch gerade echt nicht mehr sein. So, jetzt rennen ins Auto und nix wie weg. Kein Bock mehr auf die ganze Scheiße hier. Was zum? Was soll der Scheiß? Ach nö, Leute. Nö. Ach nö. Jetzt mal. Ach, das ist doch. Jetzt mal ehrlich, was soll der Scheiß? Das ist doch kacke. Haben wir mindestens einen Checkpoint? Wenn wir wieder die Mission fallen und neu starten, dann reicht's mir. Wir haben mindestens einen Checkpoint hier. Wir machen die Mission jetzt durch. Mir egal, wie lange der Scheiß dauert. Ey, ich. Bei sowas könnte ich mich aber auch immer aufregen. Na, jetzt hier. Geht doch. Oh. Nicht jetzt. Egal, wer mich bei Steam anschreibt. Ich habe keine Zeit. Schnauze. Untersuchen Sie die Anlage im Westen der Insel. Was gibt's denn da zu sehen? Meine Fresse. Das Spiel regt mich schon wieder auf. Dan, sieht aus, als würde El Presidente schwere Geschütze auffahren. Was meinst du? Ich sag... Was zum... Was zum... Was soll das denn? Was? Jetzt geh kaputt. Always look on the bright side of life. Alter, das macht so einen Spaß gerade. Das ist unglaublich. Zack. Seht ihr? Nein, lass mich in Ruhe. Wie wär's damit?
Was war das? Das ist die wohl frustrierendste Mission, die ich bis jetzt jemals mit in einem Spiel hatte. Was zum Teufel? Alter, warum? Toll. Jetzt? Jetzt hier auf dem Helik. Was? Leck mich! Echt mal, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Es soll ja auch mal vorkommen. Passt mal auf. Na, endlich. Gott, warum bin ich darauf nicht früher gekommen, ey? Oh, bin ich gerade gefrustet. Ja, Leute. Ich glaube, ich werde da mal so eine schöne Fail-Compilation vorher einbauen. Oh, falls ihr es nicht gemerkt habt. Ich habe gerade rund, sagen wir, halbe Stunde. Dreiviertel. Dreiviertel Stunde an dieser Mission gesessen. Und ich habe geflucht. Ja, ich habe geflucht und wie ich geflucht habe. Ich habe böse, böse Wörter gesagt, weswegen ich das auch rausschneiden werde. Außerdem wäre es viel zu lang, um daraus dann wirklich ein Paar zu machen oder sowas. Ja, und ob ich speichern möchte. Ich wollte noch nie so sehr speichern wie jetzt gerade. Oh. Gut, Leute. Ich denke mal, ihr habt es gemerkt. Ich habe erstmal genug von Just Cause. Von daher... Das war's von eurem Mr. Apfelmus. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.